Und damit einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Flashgame-Serie, in der ich euch jeden Freitagabend ein kostenloses Flashgame vorstellen möchte, das ihr auch vorschlagen könnt. So ist es auch hier bei Swords and Sandals 2 geschehen. Und zwar hat Berkay Acca, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, vorgeschlagen, ich soll mir doch mal Schwerter und Sandalen 2 anschauen, wo man einen Gladiator spielt und sich an die Spitze kämpfen muss. Und das mache ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Komplett blind. Das ist immer das Lustigste. Wenn ihr Vorschläge für Spiele habt, in die Kommentare damit oder mir zukommen lassen. Keine Ahnung wie. E-Mail oder so. Ich weiß es nicht. Sound an. Die Grafik machen wir hier mal auf High. Ändert nicht sehr viel, aber ist ja auch okay. Kann man machen. How-to ist mir egal. Ich springe einfach rein. Und man kann einen Gladiator createn. Das mache ich doch mal. So. Er ist natürlich der Name. Ist natürlich ganz klar. Kreieren der Starke. Ist ja logisch. Na. Okay. Ja, Violett hat... Rot ist gut. Rot ist immer gut. Brauchen wir irgendwelche Haare? Ich finde eigentlich das mit den Hörnern ganz cool, dass so teufelmäßig aussieht. Habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Wobei, das ist noch besser. Ich glaube, so ein Gelb passt auch. Ja, ein Bart, immer. Nee, randomized wird nichts. Wir haben 9 Skillpunkte. 2, 4, 6, 8 Punkte. Was brauchen wir denn? Stärke brauchen wir auf jeden Fall. Attacke brauchen wir auch. Defense können wir mal machen. Stamina ist vielleicht nicht so schlecht. Noch ein bisschen mehr auf Attacke gehen. Vitalität ist auch wichtig, sich bewegen können. Agilität ist auch nicht so schlecht. Charisma, um ihn Angst zu machen. Wir machen es einfach mal so. Relativ ausgeglichener Charakter. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Wir lassen die Tooltips aus. Ich will komplett failen. Hashtag alles Noobs außer Mutti. Los geht's. Prolog. Enslaved. Krian der Starke. Yes, that was your name. But it seems an eternity since any... Oh. And now here you are. Languishing in the darkness. A forgotten prisoner in the Emperor's dungeon. A door opens, and your eye are blinded by the light. Dark shapes appear before you. Soldiers? Hey, get up, you worm, intones a voice. It is time. You are herded from your cell into an underground arena with several other prisoners. A massive guard in dark armor. Wow, das geht ganz schön schnell. Those who survive will become gladiators, he says. Handing each of you a rusty knife, there is no alternative. Tut mir leid, ich kann nicht so schnell vorlesen, wie das da passiert. Ich hoffe, ihr könnt es schnell genug oben lesen. Okay. Wir haben gegen den hier den Fearful Prisoner. Items haben wir keine. Stats gibt es auch keine. Trivia. Ich würde sagen, wir starten. Ich glaube, wir machen doch mal die Tooltips an, oder? Los geht's! Charge enemy. Press this to perform an acrobatic leaping attack at your enemy. This uses a lot of energy, but can knock your enemy backwards successfully. Okay. Ist also eindeutig taktisch ein bisschen vorzugehen. Jump backward, walk backward. Only appears if your energy is high enough. If you have a high charisma, your taunt will have a variety of effects, such as forcing your enemy to charge at you, knocking them backwards or forwards, or even doing noise damage. So ein Typ. Okay, den haben wir. Ich glaube, das war jetzt zu einfach, oder? Also es kam mir zumindest so vor. Das ging jetzt sehr schnell. Ich finde den Sound cool. Gladiator. Wir machen die Attacke natürlich noch ein bisschen stärker. Die Stärke, die Defense und die Stamina. Ein bisschen mehr Ausdauer ist gut. Day one, glorious freedom. Okay. Your adventure starts here in the town square. Before you enter the arena, you should visit the armory and the weaponsmith and stock up on a weapon or some armor. Click on one of the buildings nearby to enter or click the Colosseum to jump straight into a battle. Ja, ich soll erstmal weaponsmith anschauen.
Hacking weapons such as axes are great for slicing limbs and chopping firewood. They require high strength to use. You can now take two weapons into battle with you, one melee and one ranged. Wir haben 2500, wie ich das richtig verstehe. Morgenstern requires a high strength, right strength, high agility. Wir haben eigentlich die Stärke. Oh, wie süß. 2274 Gold für dieses Teil, für den Cleaver. Mit 4 bis 16 Damage. Können wir noch nicht holen, wir brauchen Agility 3. Ist auch nicht so gut. Brauchen wir auch mehr Agility, da können wir nichts machen. Also holen wir uns das mal, oder? Ja. Ah, wir kriegen einen Charisma-Discount von 45 Gold. Ich nehme das mal mit. Dankeschön. Tschüss. Nein, nein, ich gehe nach Hause. Mal gucken, wie teuer ist denn hier Armory? Wow. Die sind alle teuer. Wir müssen eindeutig Kohle machen. Tut mir leid. Ja, ich bin ja schon weg. Unfreundlich. Wir gehen jetzt in die Arena rein. I'm Arglax, Overlord of the Arena. What sort of fight are you after, Gladiator? Level 4 eine Buff. Ja gut, da können wir nicht hin. Also müssen wir ja auf ein Duell gehen. Mit Aromat der Legionär. Ja. Machen wir. Er hat 4 Defense, was natürlich nicht gut ist. Das war's. Echt? Ein Hit, wir sind tot. Das ist nicht gut. Können wir uns was beim Magier kaufen? Enchant Weapon. Kostet mich auch zu viel. Ich habe nur 91. Ich kann nichts machen. Ja, ja, ja. Ich mag deine Preise nicht. Saving. Macht halt keinen Sinn, jetzt hier irgendwie zu saven, finde ich. Also wir haben zu wenig Sachen dafür geholt. Nächster Versuch. Oh. Ja, Level 3 will ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt, machen. Habe ich ein bisschen Angst vor. Wir haben halt keine Kohle. Wir brauchen mehr Zeugs. Ich will gucken, was das ist. Geht nicht. Ein Win, ein Lose. Level 2. Alles klar, ich muss näher ran. Verdammt. Jetzt hat er mich natürlich gekillt, weil ich einmal zu früh gemacht habe. Box of Mystery. You are approached by a hooded man carrying an engraved rosewood box. He looks around for a moment before whispering to you a box of mystery. What lies inside? Hand me some gold, stranger, and you shall see. Na gut. Ich habe nicht genug Geld dafür. Was soll ich machen? Also ich weiß jetzt, ich muss besser timen. Problem ist, 2 Kämpfe am Stück verloren. Das ist schon ein bisschen blamabel. Wir müssen mal wieder einen Fight holen. Den holen wir uns jetzt. Ah, der hat die Slingshot. Will ich nicht gegen kämpfen. No ranged weapons. Dagegen gehe ich vor. Toll. Wieder verloren. Ich stelle mich echt blöd an, glaube ich. Ja, Day 2. Glorious Freedom. So glorious bin ich bisher nicht, gell? Wir haben halt kein Geld, uns irgendwas zu holen. Wir brauchen jetzt irgendwie einen siegreichen Kampf. Ich meine, es macht doch keinen Sinn, meine Waffe wieder zu verkaufen. Da wieder die Slingshot.
Da will ich nicht gegen antreten. So, gegen den soll ich was machen können, oder? Board to Tears. Jawohl! Haben wir den Sieg geholt. Endlich mal wieder ein Erfolg für mich. Gladiator. Ich finde das cool. Ich mag den Sound. Wie viel Kohle haben wir? 628 Gold ist noch zu wenig. Ja, es tut mir leid. Nächster Kampf suchen. Wir müssen hier ein bisschen Erfolge holen. No ranged weapon. Ja, machen wir. Den machen wir Blatt, der kann nichts. Oh, was haben wir hier? Win the crowd. Press this to entertain the crowd with your showmanship. The more you do this, the more gold they will give you for your victory. Okay. Verringert aber auch die Defense. Und hat ordentlich Defense, sehe ich gerade. Ich habe das zu spät erkannt, dass er 60 Defense hat. 450 Gold muss ich geben. Ich stelle mich wahrscheinlich echt blöd an. Also wenn man die Statistiken anschaut, ich glaube 2 Siege auf 4 Niederlagen ist nicht gut, gell? Ganz und gar nicht gut. Mit Enchanted, der hat einen Helm. Ja, will ich nicht. Ja, der hat seine doofe Slingshot. Gegen den will ich auch nicht antreten. Er macht mich fertig mit einem Schuss. Der hat auch zu viel Armor. Dagegen komme ich ebenfalls nicht an. Ja. Ich brauch wat. Gib mir wat. Kostet halt so viel, gell? Alles zu teuer. Ja, es ist keine Charity und das nervt mich. Wieder die Slingshot, gegen die ich keine Chance hab. Wieder die Slingshot. Eigentlich unschön, weil ich hier auch nichts machen kann. Gibt irgendwas? 1200 Gold kostet das. Mit 68 Gold. 300 Gold, das wäre schon das erste, was ich mir noch holen kann. Dann müssen wir aber auch mal einen Kampf gewinnen. Oh, 48 Gold. Ah, stimmt. Wir müssen die zweiten nehmen. Die können wir uns leisten. Dankeschön, ich habe Schuhe. Wiedersehen. Nehmen jetzt hier noch einigermaßen akzeptablen Gegner. Ja, komm, wir versuchen's. Er hat natürlich sehr viel mehr Armor als ich. Verdammt. Jawohl! Da haben wir ordentlich Kohle gemacht. Und wir sind fast dabei, den nächsten Aufstieg rauszuhauen. Sehr gut. Jetzt haben wir Geld. Wie viel Geld haben wir? 1214 Gold. Da würde ich sogar auf Armory gehen. Guck mal. Frage ist nur, was für.
Guck mal, wir holen uns hier so Armdinger, die geben uns ein bisschen Schutz. Die Schulterguards haben wir hier gerade genug. Machen wir. Wir gehen jetzt richtig auf Sicherung. Und wir haben wieder nicht genug Geld dafür. Also müssen wir weitergehen. Und Tag 3 in unserer Glorious Freedom Geschichte. Ja, wir sehen schon gar nicht so schlecht aus. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Level 3. 48, 50, 66er. Ja, wir haben aber besseren Schaden. Also, wenn wir treffen, machen wir mehr Damage als er. Von daher gehen wir hier mal vorwärts. Okay, dagegen hat er keine Angst. Wir machen die Tooltips mal auf. So, und jetzt müssten wir ihm hier aber einen verpassen können. Jawohl. Critical Hit. Nächster Sieg. Level up. Und wir haben jetzt wieder ein bisschen was an Geld. 1140 Gold. Die nehmen wir mit. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Schutz. Wie sind unsere Items insgesamt? 3, 15, 30, 46er Defense. Ist, glaube ich, gar nicht so. Oh, es gibt Tournament. John the Butcher Woolrich is a pillar of the community. Every year he hosts a tournament for low-level gladiators to gain valuable experience. The winner even gets to take one on Woolrich himself for a shot at big prize money. Ja, warum nicht? Willem Steel. Keine. Ja, den machen wir fertig. Der wird easy fertig gemacht. Bin ich gerade angespuckt? Kleiner Sprung zurück. Und, oh, jetzt wird hier aber abgewehrt. Oh oh. Und noch mal einmal, dann haben wir ihn, oder? Komm schon. Ein Quick-Hit. Oh, wir haben nicht mehr viel Energy. Müssen mal ein bisschen healen. Jetzt hauen wir hier aber raus. Komm. Jawohl, ein kleiner Furz geht immer. Ist immer gut. Komm schon, jetzt den Power. Mach den immer fertig da. Wir müssen zurückgehen. Wir müssen jetzt auch mal resten. Komm schon. Wir haben noch 100 HP. Ja, nicht mehr. Wir gehen wieder einen Schritt zurück. Ah, er geht hinterher. Jetzt müssen wir zurückrennen. Und einmal Päuschen machen. Und nochmal Päuschen machen. Und dann einmal ausholen. Komm schon, den machen wir platt. Der kann nichts. Jawohl, ein guter Hit. Und noch einer hinterher. Und ein Hit noch, dann haben wir ihn. Jawohl. Bein abgetrennt, Sieg geholt, bisschen Kohle gemacht. Jetzt gegen Rodcast von Darkmoor. Na, der ist gar nicht so schwer, den sollten wir schaffen. Der kann nicht viel. Guckt euch das mal an. Erstmal hier ein bisschen die Crowd entertainen. Kleiner Taunt. Gefällt ihm nicht. Und jetzt ein Hit. Oh, wir haben aber ordentlich zurückgekriegt. Ein Quick-Hit. Und jetzt den Power hinterher. Schade. Komm schon, der hat nicht mehr viel. Den machen wir platt. Der kriegt nichts gebacken. Quick-Hit. Seine Defense ist komplett raus. Wir gehen kurz zurück und machen ein bisschen zurückgehen. Ich will ganz kurz eine Pause machen.
Und jetzt geben wir dem hier die Hits. Und das war's. Broadcast von Dark War, keine Konkurrenz für uns. Unserem ersten Turnier. Und jetzt geht's gegen John the Butcher. Oha. Ja, natürlich einiges an Stärke. Wird nicht leicht. Da müssen wir schauen, was wir machen. 86er Armor. Mehr Energie als wir und mehr Health. Ja, der hat auch eine bessere Waffe als wir. Die ist verzaubert, das sieht man. Wir müssen mal schauen, ob hier irgendwas geht. Oh, ein kleiner Defense-Ding. Sehr gut. Können wir nochmal machen. Schade, wurde geblockt. Wieder geblockt. Ah, ein kleiner Hit immerhin. Jawohl, ein guter Hit. Wir machen noch einen guten Hit. Oh, jetzt hat er uns aber fertig gemacht. Wir müssen ein bisschen resten hier. Ja, sollen wir ein bisschen die Crowd versuchen zu bekommen? Ne, wir machen einen Taunt. Oh, jetzt macht er uns platt. Und er hat sich Stamina aufgewirkt. Okay, er hat wahrscheinlich einen Trank gehabt oder sowas. Ja, mit 15 HP, wir werden nicht weit kommen. Wird gleich Schluss sein, nehme ich an. Ich kann auch keine Pause machen. Einmal resten. Ah, der macht uns gleich platt. Wir kommen gegen ihn noch nicht an. Wir sind zu schwach dafür. Ja, es war klar, dass er uns jetzt hier platt macht, aber immerhin, and so it was that your days as a gladiator came to an end. Your final records was 4 wins and 5 losses. You reached tournament number 1. Your score for the day was 4696. This score is based on the amount of experience you gained during the session of combat. Wir können hier immer noch spielen, wenn wir wollen, aber ich denke, für die Folge reicht das auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr Vorschläge habt, was ich in der kostenlosen Spielecke bzw. heute in dem Flash-Game-Serie euch zeigen soll, einfach in die Kommentare damit. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ciao, Leute.